Im Bereich der medizinischen Textilien passiert gerade sehr viel. Schon jetzt leisten sie als Stents oder Gefäßprothesen regenerative oder sogar funktionelle Hilfe im Körper. Warum sich bestimmte Textilien besonders gut als Implantate eignen und zu was sie in Zukunft fähig sein sollen, wissen die Forschenden am Institut für Textiltechnik an der RWTH Aachen. Der menschliche Körper besteht im Grunde genommen auch aus Fasern. Wir haben Muskelfasern, Nervenfasern, Bänder und Sehnen oder auch Bindegewebe, welches eine faserförmige Struktur hat. Um nun dem Körper bei der Regeneration zu helfen, sind textile Strukturen deswegen eine optimale Ausgangslage. Die aktuell verfügbaren Implantate funktionieren bereits sehr gut, haben jedoch immer noch Defizite, an denen geforscht werden muss. Deshalb stehen ständig neue Materialien und Strukturen auf dem Forschungsplan, wie beispielsweise Polymere für Stents, die sich an die Regeneration des Körpergewebes anpassen sollen. Darüber hinaus forschen wir zurzeit aber auch an Stentstrukturen aus Metalldrähten, hier spezifisch Nitinol, in Form der Gedächtnislegierung oder auch mit superelastischen Eigenschaften. Ein Beispiel ist auch Gefäßersatz synthetischer Art. Hier benutzen wir beispielsweise Medical Grade Polyester, um diese Implantatstrukturen zu erstellen. Am Beispiel der Gefäßimplantate forschen wir zurzeit auch viel in Richtung Patientenindividualisierung, wo wir aus CT-Daten, an denen der Kliniker, der Gefäßchirurg beispielsweise seine Maße nimmt, ein 3D-Modell erstellen und basierend auf diesem 3D-Modell dann dementsprechend ein angepasstes Implantat fertigen. Dabei nehmen wir dieses 3D-Modell, formen daraus einen Maschinendatensatz, aus dem wir dann dieses individualisierte Implantat herstellen. Im Bereich des Tissue Engineerings forschen wir zurzeit an dreidimensionalen Strukturen, beispielsweise als Gewebeersatz für den Herzmuskel. Beim Herzmuskel ist es vor allem wichtig, auch eine vernünftige Durchblutung des Gewebes zu gewährleisten. Und hier sind wir in der Lage, Leitstrukturen für die Bildung von Blutgefäßen zu unterstützen. Das ITA steht in direktem Austausch mit Industrie und Medizin, um die nächsten Schritte bei der Entwicklung textiler Implantate möglichst praxisnah zu gehen. Eine der Herausforderungen für die Zukunft ist es, Implantate immer feiner und kleiner zu gestalten, um mehr Patienten die Möglichkeit zu geben, dass diese implantiert werden können. So müssen feinste Fäden zu stabilen Strukturen weiterverarbeitet werden, die im Körper die Funktionen übernehmen können. Dadurch, dass die Implantate sich immer weiterentwickeln, wird es in Zukunft so sein können, dass Implantate Patienten individualisiert gefertigt werden können oder aber auch so gefertigt sind, dass diese mit der Zeit sich im Körper abbauen und nicht im Körper verbleiben.